Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mein Name ist Derin01 und ich zocke heute mit euch das kürzlich erschienene Arma 3. Am 12.09. ist es rausgekommen, dieses Jahr. Ich habe es seitdem schon auf meinem Rechner, habe es angezockt, allerdings nicht aufgenommen. Ja, der Grund ist simpel. Ich wollte mir erstmal einen kleinen Überblick über das Spiel verschaffen und alle Neuerungen mal verinnerlichen, damit ich auch weiß, worüber ich reden kann. Und mich nicht sofort in das Spielgeschehen stürzen und hier irgendeinen Quatsch aufzunehmen. Ja, wie es für ein Let's Play üblich ist, werde ich gleich mit euch die in Anführungszeichen Kampagne spielen. Deswegen Anführungszeichen, weil es nämlich noch keine Kampagne gibt. Wie wir hier sehen, wenn ich auf Kampagne im Spiel gehe, verrät mir das Spiel, die offizielle Kampagne wird in drei kostenlosen Episoden zum Herunterladen hinzugefügt und ist für jeden verfügbar, der Arma 3 besitzt. Demnach gibt es noch keine Kampagnen. Das heißt, die Spielentwickler haben Arma 3 aufgrund von der Gamescom oder aus sonst irgendwelchen Gründen auf den Markt geworfen, ohne das Spiel fertig gemacht zu haben. Das heißt, die Kampagnen sind nicht fertig, werden also nach Erstellung bei Steam oder sonst irgendwo zur Verfügung gestellt, wo man sie sich runterladen kann. Nichtsdestotrotz gibt es etwas zum Vorstellen. Und zwar kann man in Arma 3 sogenannte Präsentationen spielen. Diese waren auch auf der Gamescom, soweit ich weiß, spielbar. Das heißt, die meisten von euch werden es eventuell schon kennen. Wenn ihr es nicht kennt, habt ihr jetzt die Chance, die Neuerungen von Arma 3, also die Neuerungen in der Arma-Reihe, einmal unter die Lupe zu nehmen. Und zwar kann man hier jede Neuerung in Form einer Präsentation spielen. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich jede Präsentation in eine einzelne Let's Play-Folge packe. Und werde mit dem Infanteristen anfangen. Allerdings werde ich nochmal kurz auf das Gesamtkonzept von Arma 3 eingehen. Für all die, die Arma 2 gespielt haben, von dem Menü her, wie ihr seht, hat sich sehr viel getan. Das ist eine modernere Optik, eine modernere Menüführung gewählt worden. Das schwarz-gelbe Design gefällt mir sehr gut. Im Editor sieht das genauso aus, werde ich euch aber an der nächsten Stelle zeigen, sobald wir hier von den Let's Plays in die Let's Shows wechseln, in den Editor, wo man alle Klassen und Fahrzeuge ausprobieren kann. Ich werde jetzt erstmal nicht weiter drauf eingehen. Ja, die Einstellungen, die Konfiguration des Spiels sind auch ziemlich umfangreich, wie bereits in Arma 2. Man kann die Einstellungen ziemlich gut verändern. Wie ihr seht, spiele ich gerade auf Ultra, wie es aussieht. Ich kann es mir zum Glück leisten. Ich habe eine konstante Framerate von 30. Was für YouTube auf jeden Fall ausreichen sollte. Audioeinstellung genau dasselbe. Ich kann alle Effekte und sogar das Mikrofon einstellen. Das war, glaube ich, bei Arma 2 noch nicht möglich mit dem Mikrofon. Die Steuerung, auch wie bei Arma 2, man kann alles einzeln einstellen, jede einzelne Bewegung. Alle Handlings, alles einstellbar, Fahrzeugsteuerung, wie man sich umschaut, alles frei belegbar. Fürs Spiel, Sprache, Deutsch, Untertitel aktiviert. Ist hilfreich, weil in den wie heißen die hier, in diesen Demonstrationen, die man spielen kann, oder Präsentation, Entschuldigung, wird einem ziemlich viel Info um die Ohren gehauen. Das heißt, deine Teamkollegen bespaßen dich die ganze Zeit mit irgendwelchen Infos, die du alle aufnehmen musst. Und wenn man nicht sehr gut zuhört und alles quasi ins Ohr reingeht und aus dem anderen Ohr wieder rauskommt, hat man seine Schwierigkeiten, sich auf dem Schlachtfeld zurechtzufinden. Deswegen sind die Untertitel ziemlich hilfreich. Die bleiben noch eine Weile am linken Bildschirmrand und man kriegt alle Infos mit. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, ich habe erstmal genug Infos in den Raum geknallt und fangen einfach mal an zu spielen, weswegen wir wahrscheinlich auch alle hier seid. Und starte mit der Infanterieklasse. Kleine Info vorab: Ich hatte eine militärische Ausbildung irgendwann mal vor ein paar Jahren. Das heißt, ich kann euch eventuell sogar ein paar Infos hier geben, die nützlich sein könnten. Zum Beispiel haben wir hier den Lageplan. Das wird wahrscheinlich bei jeder Mission so sein, dass man vorher ein Briefing hat. Wir scheinen hier Mitglied der Alpha-Gruppe zu sein. Vermutlich eine Gruppe einer Kompanie, die irgendwo ausgerückt ist. Hier haben wir es ja. Aufgaben.
Oder gucken wir uns einfach das Briefing an. Situation: Vor wenigen Stunden haben feindliche Kräfte einen plötzlichen Angriff aus dem Norden gestartet, also von hier oben. Sie rücken immer weiter nach Süden vor und drängen uns ins Meer zurück. Bravo wurde durch einen schnellen Angriff bei seiner Position festgenagelt, sitzt jetzt in dem Dorf fest und benötigt Unterstützung. Wir haben kaum Männer und müssen die Stellung halten. Ein vorgeschaltetes Element ihres Teams hat in dem Tal Stellung bezogen. Sammeln und Meldung machen Alpha. Gut, also unser Auftrag ist es, hier über unser vorgeschaltetes Mitglied in diesen Bereich hier vorzudringen, Bravo zu befreien, und wir werden Hilfe von Charlie bekommen, so wie es aussieht. Mission: Räumen Sie das Gebiet mit Unterstützung von Charlie, genau, von feindlichen Kräften und verstärken Sie das Dorf. Durchführung: Treffen Sie sich mit Ihrer Vorhut hier, vorsichtig durch das Tal Richtung Dorf verrücken, durch dieses Tal hier, wunderbar. Und das Gebiet von feindlichen Kräften räumen. Signal: Alpha, Ihr Team, ja, das ist meine Gruppe, Bravo, die Bravo-Gruppe, die ist hier irgendwo drin. Charlie unterstützt mich. Und Papa Bier ist der Befehlsstand. Also irgendwelche Offiziere, die im Befehlsstand sitzen und die Übersicht über diese Lage hier haben. Die bekommen alle Informationen zusammen von der Charlie-Gruppe, von der Alpha-Gruppe und von der Bravo-Gruppe, die hier irgendwo festsitzt und kann alles koordinieren. Jetzt sind wir jetzt bei den Informationen über mein Team. Wir haben einmal den Leutnant Armstrong. Das ist der, ja, ist das. Das ist mein Vorgesetzter quasi. Dann haben wir den Corporal Carey, Sergeant Lacey, Sergeant Larkin und Sergeant Nicholas. Ich bin Sergeant Carey, wie es aussieht. So, Leutnant Armstrong, der Offizier in unserer Gruppe, also unser Gruppenführer, wird alles koordinieren wahrscheinlich. Und dem seinen Befehlen haben wir Folge zu leisten. Dann wollen wir mal anfangen. So. Showcase nennt sich das im Englischen, diese Präsentation. Mal gucken, wie ich mich schlage. Ich bin in solchen Simulationsspielen nicht besonders gut normalerweise. Aber wir lassen uns mal überraschen. Also, das ist jetzt die Karte von oben in der Satellitenaufnahme. Beziehungsweise in der Drohnenaufnahme wahrscheinlich. Achso, ja, für all die, die es nicht wissen: Arma 3 spielt in der Zukunft. Nämlich im Jahre 2035. Das heißt, wir haben futuristische Waffen. Und auch futuristische Optik. Ich kann es aber nicht viel erzählen. So. Na, kann ich was sagen? Ja. Die Grafik ist schon mal sehr ansprechend. Im Gegensatz zu Arma 2 ist es zwar kein Battlefield, allerdings doch deutlich verbessert im Gegensatz zu Arma 2. Ich meine, Arma 2 war auch auf jeden Fall out of date, aber. Oh, wir kriegen Besuch. Okay. Unsere Vorhut ist verletzt, beziehungsweise tot, glaube ich sogar, oder? Oh. Da war der erste Bug. Ich hing im Stein fest. Habt ihr gesehen? So, das war der gezielte Einzelschuss, den ich bei der Bundeswehr gelernt habe. Hier geht's ja richtig ab. Ich muss auch mal links auf den Text achten. Meine Befehlskette folgen. Bravo braucht weiter Unterstützung. Die Steuerung ist eigentlich identisch mit Arma 2. Man kann sie das hier umlegen, wenn es einem nicht passt. Aber im Großen und Ganzen. Oh.
Das Sanitäter hat Blut am Shirt, hat er gerade eben den anderen reanimiert. Das ist schon ziemlich realistisch, muss ich sagen. Und ich bin ihm gerade voll vor der Flinte herumgelaufen. Hinlegen. Passt. Oh. Wir kriegen Besuch. Ich höre Schüsse um meine Ohren fliegen. Tot. Man muss auch ein bisschen drüber halten. Also es ist eindeutig kein Battlefield und kein Call of Duty. Es ist sehr fordernd. Deswegen kann ich hier auch nicht gerade viel erzählen. Oh, 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 oh. Machine Gunner, 75 meters, right! Target, engage that machine gunner! Rifleman, 75 meters, front! Move 100 meters, front! Target's down! Nichols, engage that man, front! Target neutralized! Okay, ich sehe nicht besonders viel, wegen den Bäumen. Ich sollte vielleicht mal zu meinem Team gehen. Wäre eine Option. On the move. Es geht weiter. Larkin, fire at that soldier. Front! Man, 75 meters front! Soldier, 75 meters front! Terry, Nichols, engage that machine gunner. Front! Rifle, 100 meters front! Larkin, Lacey, attack that rifleman. West! Nichols, attack that rifleman. West! Covering, go! Auf wen zum Teufel schießen die? Bin ich blind oder was? Contact, rifleman. Da unten ist einer. War einer. Larkin, Terry, attack that rifle. West. Engaging target. He's hit. Wo kommt der denn auf einmal her? Aus dem Busch. Na gut, ich muss mich vielleicht ein bisschen besser konzentrieren hier. Ich kann jetzt natürlich Ausrede benutzen, ich habe gestern Nacht so gut wie gar nicht geschlafen. Ah, hier, Inventar. Mein... Oh, Spiel wird gespeichert. Wir haben unseren Leutnant verloren, das heißt unser, unser Offizier ist tot, wir haben keinen Gruppenführer mehr. Und ich tausche jetzt mal seine Granatenschutzweste gegen meine. Oh, aber okay, die haben dieselbe. Enemy! Man, 100 meters right. Schon wieder im Stein. Tot. Ja, super. Ich habe mich gerade freiwillig gemeldet für was? Den Spotter eliminieren. Gut, also angeblich habe ich dafür einen Waypoint. Scanning Hills into the north. Was ist denn da? Warte, Kompass war K, ne? Norden, ne? Da oben soll der Gegner sein. Wow, da schlagen die Granaten ein. Wo ist mein Team? Ich laufe ja schon wieder alleine rum.
ist nicht gerade ein erfolgreiches Konzept. Okay, der Spotter wurde lokalisiert. Ich habe eine Nachtsichtkamera bzw. wie nennt sich die gleich, Wärmebildkamera, die mir anzeigt, wo die sind. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Punkt. Die müssen da oben irgendwo im Gebirge sein. Live Feed, kann ich den irgendwie benutzen? Drücken Sie H für weitere Einzelheiten. Wegpunkte markieren eine Position, zu der Sie sich aufgrund eines Befehls Ihres Teamleaders oder wegen einer Aufgabe geben müssen. Alle Wegpunkte und Bewegungsbefehle werden durch einen Marker in der Szene eingezeigt. Beim Fortbewegen Informationen wird auch eine entsprechende Marker angezeigt, allerdings ohne Entfernungsangabe oder Beschreibung. Aufgabenrelevante Wegpunkte finden sich auf der Karte. Die Anzeige der Wegpunkte hängt von den Schwierigkeitseinstellungen ab. Drücken Sie H, um den Tipp zu verbergen, erneut aufzurufen. Gut. Das heißt, ich muss da hoch und diese beiden Fritzen am Granatwerfer killen. Das dürfte ja zu schaffen sein, rein theoretisch. Ich sollte mich dabei vielleicht nicht ganz so blöd anstellen. Ich sprinte nämlich gerade schon durch die Gegend, was im echten Leben ziemlich tödlich ist. Es handelt sich jetzt zwar um eine Simulation, aber ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt nicht entdeckt werde. Mal schauen. Na, noch 200 Meter. Ich kann ruhig ein bisschen schneller. Jetzt bin ich gleich tot, dann ärgere ich mich wieder. Das ist direkt bei der ersten Aufnahme ein Fehler passiert, aber das will ich nicht hoffen. Schleiche ich mal auf der Rückseite vom Hang an. Oh, ich bin schon außer Atem. Das sollte ich vielleicht vermeiden, damit ich gleich noch Zeit zum Zielen habe. Hinter dem nächsten Hang werden die schon sitzen. Ah. Bin mal gespannt, ob ich es gerissen kriege. Wenn nicht, der Speicherpunkt war ja ganz am Anfang in der Stadt. Da muss ich wieder durch die Stadt eiern und warten. Aufgabe gescheitert? Ich war doch noch gar nicht da. Dann haben die bestimmt jemanden umgebracht mit ihren Scheißgranaten. Mission gescheitert. Er schießt schon auf mich. Also gut, also irgendwas habe ich entweder falsch verstanden oder ich war einfach nur zu blöd. Das ist halt, wenn man Battlefield spielt oder irgendwas anderes, dann folgt man einfach nur den Wegpunkten, beziehungsweise läuft einfach den Gang entlang und tötet alles, was einem vor die Nase kommt. Aber hier muss man immer auf alle Informationen achten und hast du nicht gesehen. Ist halt alles nicht so einfach, ne? Obwohl ich jetzt nicht ganz verstehe, warum ich eine gescheiterte Mission habe, wenn ich zu einem Wegpunkt laufe. Ja, wahrscheinlich ist das ein bisschen mit Wahrscheinlichkeit abhängig. Die Granatenfritzen. Ah, fuck. Man, 100 meters, front! Engaging target! Bewegt er sich mal da raus? Oh, oh, oh. Das war mal ein Gegner. Haben wir noch einen Toten? Oh, fuck. Okay, mein Team wird immer kleiner. Das war ein Gegner, schon gut. Den Spotter eliminieren. Okay, jetzt muss ich wieder warten, bis die Position gefunden haben. Ich könnte jetzt natürlich rein theoretisch schon mal in die Richtung laufen, aber lol. So viel zum Thema Wahrscheinlichkeit. Also, da bin ich eben eindeutig auch lang gelaufen und bin nicht gestorben.
Und wurde jetzt von einer Granate gekillt. Also irgendwie. Fängt ja toll an hier. Ganz toll. Ich meine, klar, die Gegner wollen mich erschießen, das ist logisch. Aber ich bin ein Spieler, ich will bei Laune gehalten werden und nicht alle 2 Minuten sterben. Naja, also was hatten wir gemacht? Ich habe mich hier in Deckung gebracht und die Gegner gekillt, die da gleich in den Hang runterkommen. Nochmal das Ganze. Irgendwann muss ich es ja schaffen. Von wo wird er geschossen? Engaging target. We've got incoming mortar fire. Man down. Two. I'm the new actual. Spotters must be nearby. Ja, okay, also. Unser Kommandant ist erschossen worden. Da liegt er wieder. Da hinten. Oder irgendwo anders. Got it, sir. Nummer 2 hat das Kommando übernommen. Das bin ich. Ich bleib jetzt einfach mal im Haus. Report position. Charlie in position. Scanning hills to the north. Ah, ich kann jetzt meine ganzen Befehle. Stimmt, das habe ich ja total vergessen. Was kann ich denn jetzt hier alles befehligen? Ich kann hier Positionen melden. Also mit den Tasten auf dem. Über den Buchstaben, mit den normalen Zahltasten kann ich. Mal Meldung machen. Ich laufe jetzt einfach mal durchs Dorf hinter meinen Soldaten her. Wäre ja vielleicht meine Option, zusammen zu bleiben. Genau, als ich da hinten um die Ecke gelaufen bin, kam die Meldung, dass die Fritzen auf dem Berg gefunden worden sind. Live-Feed kommt sofort. Gut, dann laufe ich schon mal in die Richtung. Ich weiß ja, wo die ungefähr sind. Oben auf dem Berg. Mit ihrem scheiß Mörser. Jetzt muss ich mich beeilen, damit die nicht aus Versehen meine Leute killen. Das heißt aus Versehen, ich meine, die schießen ja mutwillig auf mich und auf meine Leute, aber damit sie nicht schon wieder wie eben meine Mission beenden, vorzeitig. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Komm, lauf. Kann ich auch einen Granatwerfer wechseln? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das geht. Muss ich vielleicht mal nachgucken. Normalerweise müsste ich den Granatwerfer auch benutzen können. Oh, da oben sitzen sie schon. Na komm, halt die Luft an. Nummer 1 ist tot. Ah, siehst du, eben saßen die nämlich auch auf einer anderen Position. Eben waren die viel weiter weg. Also es scheint doch zufällig zu sein. Relativ zufällig. Wenn man das, ich muss ein bisschen aufpassen. Meine Fresse ist da außer Atem. Oh, da läuft einer. Da hinten läuft er runter. Und wo schießt er? Da hinten läuft er. Okay, jetzt schnell bandagiere mich selbst. Wie mache ich das? Oh, oh. Fuck, ich habe eine Granate geworfen, ich Idiot. Also auf Gear ist auf jeden Fall nicht wie bei Arma 2 das Gear, sondern das müsste jetzt bei E auf Inventory sein. Oh, Glück gehabt. Ich wurde getroffen, aber das scheint.
Ich muss sofort verschwinden. Rückzug in den Wald. Okay, wo ist denn da ist mein Team? Wow, what the fuck? Kugelsichere Weste hat mir anscheinend eben das Leben gerettet, oder Bin mal gespannt, ob hier noch ein Feuergefecht kommt. Es müsste eigentlich noch ein bisschen Action gehen. Das war ja jetzt gerade zwar sehr realistisch, aber da fehlt mir der Wumms. So, jetzt kann ich aber auch mal, wo die nicht so viel labern, ein bisschen auf die Grafik eingehen. Also ihr seht, die Spieler sind deutlich detaillierter als noch bei Arma 2. Das hat natürlich Spielraum nach oben. Allerdings muss man sagen, dass bei so einer großen, detaillierten Welt wie hier kann man schon auf ein paar Details verzichten, muss ich sagen. Im Großen und Ganzen ist es echt geil gemacht. Staub ist okay, den die Leute aufwirbeln, ist halt nicht gerade schön, aber ne, zweckmäßig. So, und wir sehen hier, guck mal auf den linken Bildschirmrand, die grünen Punkte bedeuten, dass meine Leute sich links von mir befinden. Wenn ich, wenn sie außerhalb des Bildschirms geraten, kann ich anhand der grünen Punkte sehen, dass meine Leute in der Nähe sind. Da seht ihr es. Ist ziemlich praktisch. Ich überlege jetzt einfach, ob ich den Hasen erschießen soll, aber keine Lust, jetzt die Mission zu gefährden, indem ich unsere Position verrate. Wahrscheinlich sterben wir jetzt noch vorher. Wie ich mein Glück kenne. Zurückziehen, geschafft. So, war es das jetzt schon? Mission abgeschlossen, ja. Ich habe eine simulierte Mission aus Arma 3 abgeschlossen, nachdem ich zweimal laden musste. Ja, ich muss sagen, es ist genau das, was ich von Arma erwarte. Ich werde mit Informationen zugehäuft, muss schnell handeln. Es scheint tatsächlich relativ zufallsbasiert zu sein, ob man getroffen wird oder nicht. Es ist kein fest vorgeschriebene Handlung, wie bei Battlefield, wo einem glasklar auf den Tisch gelegt wird, so, wenn du da um die Ecke gehst, wirst du angeschossen, beziehungsweise wird auf dich geschossen. Guck jetzt mal, wie du damit klarkommst, sondern die Feinde spawnen nicht jedes Mal gleich anscheinend, was schon ziemlich gut ist. Das bringt auf jeden Fall Abwechslung ins Spiel. Also jetzt bei diesen Vorschau-Missionen halt, ne? Also ich meine, wenn ich im Editor Feinde platziere, dann werden die jedes Mal da sein. Dann habe ich keine Überraschung mehr. Aber sieht schon mal nicht schlecht aus. So. Jetzt kommt die Nachbesprechung. Das war's mit der Infanteriegruppe, mit der Präsentation der Infanterie bei Arma 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde im nächsten Let's Play mit den Tauchern weitermachen. Ich werde alle Klassen durchspielen. Und hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit Spaß und Freude. ja, und irgendwann werde ich zusammen mit ein paar Kumpels den Editor auskundschaften. Ein bisschen rumexperimentieren und dann mal auf meinem Server mit denen spielen. Und dann werden wir auch mal alle Fahrzeuge ausprobieren, alle Klassen, alle Waffen, um mal einen Überblick zu zeigen, was es alles Neues gibt und wie sich alles verhält, wo Bugs sind, was Spaß macht, was man noch verbessern könnte in Arma 3. Aber dazu kommt noch was. Erstmal hier die Klassen durchspielen und dann gucken wir mal weiter. So, Jungs und Mädels, viel Spaß noch bei meinen weiteren Let's Plays und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.